Der gehört aber zu mir. Was war denn angestellt? Einfach da als Schaff ihn von Vorgesetzter. meinem Deck! Machen wir es hier. Paar Ich glaube. andere Matrosen, die gerade frei haben, haben sich auch so ein bisschen daneben gestellt. Halten Abstand. Oh, jetzt geht's los. Was geht los? Ja, die, du kannst das Murmeln hören, dass die Soldaten, die Söldner, die Matrosen teilweise über dir in den im Fockmast oder die hinter den Matrosen stehen, so murmelt haben. Oha, jetzt geht's los. Lass mich durch. Magnus, Magnus, hier. Versuche ihn einmal zu rufen. Ja, du hast ihn immer noch angebunden und er guckt dich mit großen Augen an, kommt aber nicht weg. Dann holt der Matrose, der neben ihm steht, ein großes Entermesser raus und schlägt mit dem Entermesser gegen die Leine, sodass er dann gelöst wird und er dann jaulend, quiekend in deine Richtung läuft. Ja, Magnus, Warum komm her. bringst du einen Hund an mein Deck? Bist du des Wahnsinns, du Bauer? Hunde müssen auch die Seefahrt lernen. Das sind treue Kreaturen. Hunde am Arsch! Ich habe in meiner Kajüte drei Katzen. Und wenn ich einmal zu sehen bekomme, wie dieser Hund meine Katzen jagt, unsere Katzen jagt, dann schlage ich ihm den Schädel ein. Na, Katzen sind auch flinke Kreaturen. Die werden schon weglaufen können. Ich warne dich, Junge. Wer ist das eigentlich? Kennt man den? Du kennst ihn nicht, du hast ihn noch nie gesehen. Wer ist das denn eigentlich? Zeig doch mal, wer mit dem da spricht. Ich sehe den Token gar nicht über den Ja, Kopf. ich habe den Token noch nicht hergezeigt. Wir sehen ihn schließlich noch nicht. Trägt er eine Uniform oder irgendwas Ja, er derart? trägt keine Uniform. Ganz normale Seemannskleidung. Wie gesagt, so eine richtig schöne dicke Wollmütze über seine Haare gezogen, damit ihm nicht kalt ist. Stellt ihn euch vor wie so einen richtigen Seemann. Und ja, sieht ziemlich hager aus. Also so viele Muskeln wird er wohl nicht haben. Steht er so ungefähr hier. Da steht niemand. Ja, ich weiß. Ich habe den Token noch nicht gezeigt, aber da steht er. Da steht niemand. Alles klar, pass auf, Mann. Katzenjagd ist mir jetzt scheißegal. Katze von dir bekommt und beißt und tot beißt, das ist eine andere Sache, aber ich habe mir nicht beigebracht, Katzen zu jagen. Weil wenn du dich an meinem Hund vergehst, ohne einen guten Grund, vergehe ich mich an dir, mit einem guten Grund. Kapiert? Er kommt zwei Schritte weiter auf dich zu, von hier, ungefähr hier hin. Krempelt sich so die dünnen Ärmchen hoch. Alles klar. Mein Schiff, meine Regeln, meine Katzen. Du bist hier nur ein Gast. Wieder um dich herum, über dir. Oh, fünf Dukaten. Was, so viel? Fünf Silber. Okay, fünf Silber. Machen wir so. Du nimmst den neuen, nicht den neuen. Ja, das sind einfach Geweihte. Echt, alles klar. Ich will auch mitmachen. Habe ich den Typen unten im Tank schlagen sehen? Aha, dein Schiff, ne? Aber dein Schiff aus dem Dreck ziehen, hier aus dem Tankfeld, das ist ein scheiß versifften Tankschild, das machen die Gäste, ne? Ja, ich war da unten die letzten paar Stunden. Und du? Ja, hier oben? Gechillt oder was? Ich hab dich nicht gebeten, Tank zu schlagen. Ich hab dich nur gebeten, auf deinen Hund aufzupassen. Wie gesagt, die Warnung gilt weiterhin. Wenn ich ihn erwische, wie er meine Katzen jagt, dann jag ich ihn. Und das geht nicht gut für ihn aus. Ja, dann kommt er zu mir und dann schießt er mir gegenüber. Und dann schauen wir mal, wie das ausgeht. Das heißt, du willst mich jetzt hier die Position streitig machen, ja? Wo kommst du überhaupt her? Komme von der Zyklopeninsel und was ist deine Position? Verdammt nochmal, ich bin der erste Wortgeweihte, der Kaplan hier. Er kommt nochmal 2 Meter auf dich zu, steht jetzt direkt vor dir. So, freut mich. Evadaris ist mein Name. Ephadaios. Hat man auf den Zyklopeninseln nicht mehr Fantasie, ja? Soll das denn heißen? Wie heißt du denn? Resovik, Resovik Sturmtaucher.
Kasim schaut zu Ragnar. Das ist jetzt schlecht, oder? Ich habe ja nicht mal eine Ahnung, was da oben überhaupt losgeht. Bis jetzt klingt das so, als wollten sich da gleich irgendwie Verdeus mit wem prügeln? Dem ersten Bordkaplan? Also wenn das wirklich so ist, dann ist das sehr schlecht, ja. Pass mal auf, Reit. Ich hab gehört, du bist krank. Katzen. Sieht man dir an. Ich wünsche dir gute Besserung. Hast du eine Macke? Ich weiß ja nicht, wie du aufgepasst hast. Aber wir haben hier zwei Geweihte an Bord, ja? Mit dir ist es vielleicht ein dritter. Timoran ist krank. Timoran von Betana. Schwächling. Ich bin nicht krank. Oh. Siehst du, dass ich krank bin? Glaubst du, ich bin blass? Vielleicht hast du einen Sonnenstich bekommen. Kann schon sein. Bei dem glaubst du, bin ich blass, schaut Kasim an sich runter. Ich bin auch nicht krank. So mehr zu sich selbst als zu Ragnar. Man schaut ihn so ein wenig grinsend an, nickt ihm zu. Ja, ja. Aber bei dir ist das normal. Pass mal auf, Freundchen. Katzen sind gut. Katzen verhindern, dass ein Schiff untergeht. Sie bringen Glück. Und Hunde jagen Katzen. Damit sind sie genauso viel wert wie Ratten an Bord. Aber warte, deine Katzen jagen die auch Ratten? Meine Katzen jagen Ratten, selbstverständlich. Aber würde das nicht heißen, dass wenn deine Katzen die Ratten jagen und mein Hund jagt deine Katzen, dass mein Hund noch viel mehr Glück bringt als deine drei Katzen zusammen? Meine Katzen kämpfen gegen die namenlosen Kreaturen. Und du verhinderst, dass namenlose Kreaturen gejagt werden? Ist das dein Scheiß Ernst? Nee, was ich meine ist, dass mein Hund deinen Katzen Beine macht, dass sie mehr Ratten fangen. Kapisch? Würfel mal Intuitionsprobe. Ich war geballert für so dumme Sachen. Kasim meint nur zu Ragnar, ich glaube nicht, dass das Gesetz der Tierwelt ist. Dann würfel mal eine Ausweichprobe oder eine Ring- oder Raufenparade. Man würde zu Kasim sagen, Mann, das ist ja fast so spannend wie Jalan gegen den anderen da. Wie wohl? Ich mache eine Raufenparade. Mhm. Alles klar, du kannst den, was hast du gesagt, eine Raufenparade? Eine Ringparade? Ja. Raufen, okay. Raufparade, Der Schlag kommt direkt auf dein Gesicht gezielt und du kannst deine Hand offen halten, sodass die blanke Faust von Resovic gegen deine trifft. Wirklich? Der 2 Meter Ephardaus guckt dann dem anderen runter. Wie weit muss man da runter gucken? So klein ist er nicht. Der ist nur ein bisschen schmächtiger. So viele Muskeln hat er wohl nicht. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Und während du ihn musterst, kommt der nächste Schlag. Diesmal allerdings mit einer Finte, beziehungsweise es ist keine, wie heißt das bei den... Schwinger. Schwinger, genau. Schwinger und gerade war das. Er sagt einfach mal an, eine Finte 4. Schafft er. Okay. Ich mach wieder eine normale Raufenparade. Nein. Gut, dann fängst du dir jetzt einen Schlag. Super, mit 6 Schaden. Beziehungsweise, Entschuldigung, 6 TPA. Ja. Was da noch mal hingeht, ich meine, das ist ja beschreibungstechnisch ganz wertvoll. Direkt in den Torso. Boah! Verdammt, stolpert. Oder er ist direkt an der Reling, ne? Er ist direkt in der Reling. Würfel meine Körperbeherrschungsprobe. Schwert um 3. Ja. Dann schaut die anderen mal an, haben wir nicht gerade andere Probleme? Da hinten explodiert gleich ein Wal. Nein, schaffe ich nicht. Gut, dann wirst du durch den Schlag nach hinten geschleudert. Du rollst dich mit dem Rücken ab über die Reling. Die ist an der Stelle auch leicht beschädigt, bricht dann noch ein bisschen nach hinten nach und dann plumpst du nach einigen ungewissen Sekunden Herzschlägen in das kühle, nasse, blubbernde Tangfeld. Ist dort so ein Netz an Schiffs...
An dieser Stelle nicht, weil ihr da nicht runtergeklettert seid. Du blickst dich nach um, guckst nach oben, willst wieder aufstehen, guckst nach links zu den Seilen, die hier runtergeworfen worden sind, damit man da wieder hochklettern kann. Und dann siehst du, wie Magnus hinterhergeworfen wird. Wie landet Magnus? Magnus, schauen wir mal nach. Würfel mal einen W20. Magnus fällt auf seine Seite. Das würde natürlich unglaublich schmerzhaft sein, wenn das Stein oder Erde oder sowas wäre. Aber dadurch, dass er dann im Tankfeld landet, spritzt und platscht das nur noch weiter. Und dann mit einem weiteren Heulen und Jaulen liegt er 1 Meter über dir. Also weiter entfernt vom Schiffdeck. Was geht denn da vorne schon wieder vor sich? Hat geplatscht. Ich merk's, aber warum? Erik zuckt die Schultern. Lass mal nachschauen. Ja, er hat aus, bleibt jetzt auf seinem Rücken liegen. So gefällt's mir. Vergreift sich an kleineren Tieren, aber scheust auch nicht vor großen zurück. Ja, hab ich falsch eingeschätzt. Interessiert mich nicht. Bring deinem Hund Manieren bei. Wenn er meine Katzen jagt, jag ich ihn. Das gilt weiterhin. Mein Schiff, meine Regel. Und damit alles dreht klar. Er sich ab und verschwindet wieder. Du kannst ihn so mit dich sehen von deiner Position aus. Du kannst sehen, wie in den Masten über dir, die sind natürlich noch für dich zu sehen, einige ja, kleine Silberbeutel den Besitzer wechseln. Herr 7 fragt Ragnar, gehört ihm das Schiff denn? Wenn er der erste Fortgeweihte ist. Ragnar schaut Kasim an, zuckt mir den Schultern. Ich kenne mich mit den Bordgeflogenheiten nicht aus, aber versprichst du mir wenigstens, dass du dich nicht direkt mit dem nächsten Magier, den du siehst, prügelst. Ich glaube, wir haben jetzt genügend Stress damit, dass Janan sich mit dem zweiten Wachoffizier und Ephadaios mit dem ersten Bordkaplan angelegt hat. Ja, Kasim kann erkennen, mit einem Blick über seine Schulter, wie wohl gerade da ein Magier, ziemlich jung, und eine Magierin, ziemlich hübsch, beide in einem weißen Gewand in dem Tankfeld stehen, beziehungsweise abgekniet sind, und da wohl gerade etwas im Tank untersuchen. Kasim, der geht da jetzt mal hin und guckt, was die da untersuchen. Hm. Wenn Ragnar das sieht, dann würde er jetzt gerne das Schiff hochklettern. Er möchte nichts mehr mit diesen Leuten zu tun haben. Wenn Kasim sich jetzt auch noch mit den Magiern prügelt, dann weiß Ragnar nicht mehr, ob sie wirklich noch als Gäste empfunden werden oder ob sie einfach nur als Verrückte empfunden werden. Deswegen klettert Ragnar jetzt erstmal nach oben und versucht irgendwo. Oder er würde auch weiter in dem Tankbett. Er würde auf jeden Fall irgendwie so tun, als würde er nicht zu dieser Gruppe gehören. Mischte dich perfekt unter die Matrosen und Ruderer. Genau. Perfekt. Ja, Ephadaios klopft so ein bisschen das grün-blau-schwarze Tankzeug von Magnus ab aus seinem Feld, poolt ihm da so ein paar Ungeziefer-Sachen raus aus dem Feld und umsorgt ihn. Was tun Jalan und Garrick? Sind mittlerweile vermutlich an der Quelle des Tumults angelangt. Ephadaios. Ja, hi. Plansch die hier rum oder was du dir? Ah, ich hab gerade die Abendsonne genossen. Hier unten. Aber jetzt ist hier. Wonach sieht das denn aus? Es sieht aus, als würdet ihr hier herumsitzen, anstatt zu hocken. Anstatt was? Anstatt zu hocken? Hacken. Nee, ist klar. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich würde schon ganz gerne vor dem Ende des Jahres noch aus diesem verfluchten Tankfeld wieder rauskommen. Ja, hast ja mitbekommen mit dem Barkadaver da vorne. Hm? Kann mir mal jemand meine Axt runterwerfen? Jawohl, euer Gnaden! Kommt's von oben und nach einigen Minuten... nach einigen Sekunden taucht dann ein Matrose oben auf dem Deck auf, da wo du gerade durchgebrochen bist, und legt dir dann deine Axt nach unten, also kniet sich selbst ab, um dir die dann anzureichen. Ja, danke dir. Ja, dann hast du ja mitbekommen, da vorne ist so ein
Aalkadaver im Seetang. Ich würde sagen, wir versuchen den mal vorsichtig loszuschlagen, dass der ja, ins tiefe Ewigkeitenreich von Herrn Effert absenken kann. Ist der denn im Weg? Scheint so, oder? Nichtsdestotrotz, das wäre doch, ist doch auf jeden Fall eine götterfällige Tat, also. Ja, könnt ihr beiden mal eine Orientierungsprobe würfeln? Mhm. Oh, orientieren. Gerrick, bist du auch da? Ja. Soll ich aufwürfeln? Wenn du möchtest, gerne. 6 Punkte. Der Wal ist nicht unbedingt im Weg, also man muss eine kleine Kurve gerade in das Tankfeld reinschlagen, zumindest wurde das wohl angesagt von den Unteroffizieren. Man fährt also nicht unbedingt direkt dran vorbei mit den beiden kleinen Schiffen und auch dem großen, aber es ist wohl einige Meter davon entfernt, sodass man auf die Idee kommen könnte, ihn absenken zu lassen. Ist aber wohl nicht so sehr von. Ja, wenn man Pech hat, dann könnte er vielleicht wirklich explodieren. Ja, die eine Mordfrau da oben hat mir gerade gesagt, dass es gibt etwas, das nennt sich Swafnirs Rache. Wenn ein Wal, der gestorben ist, ja, sich irgendwie, ja, weiß nicht, aus seinem Bauch rausplatzt oder irgendwie sowas, wie mir das versucht zu erklären, wäre ja ungünstig, wenn er das neben unserem Schiff macht. Also ich würde sagen, wir hauen ihn los. Klingt in der Tat gefährlich. Gerrick, habt ihr eure Axt noch? Natürlich. Dann kommt mit. Er kommt mit. Magnus, du kommst auch mit, aber nur schauen. Schaui, schaui. Und er macht so eine Geste mit seinen Fingern auf seine Augen und auf die Augen von Magnus. Magnus guckt gerade nicht auf deinen Kopf, sondern spielt im Tang herum und ist gerade damit beschäftigt, mit jedem Fuß, den er mühsam aus dem Tang rauszieht, die anderen drei wieder zu befreien, die dafür dann umso weiter einsinken. Haltet ihr es... Sehr gut, Magnus. Sehr gut. Haltet ihr es wirklich für klug, den kleinen Hund hier auf dem Tankfeld herumstolzieren zu lassen? Ach, er findet sich hier besser zurecht als ihr, möchte ich meinen. Ich meine ja nur. Außerdem sind diese Krabben doch nicht unbedingt klein. Zumindest für seine Verhältnisse. Ach, der ist flink. Lass uns den mal losschlagen. Ist euer Hund. Geht voran. Kasim ist mittlerweile durch das Tang hindurchgestiefelt und kann jetzt aufschließen zu den beiden Magiern in Weiß. Du hörst aus der Entfernung, wie gerade die Frau ein Modem Arcanum spricht und mit sorgenvoller Miene auf das Tang unter sich guckt. Ja, wenn man so... Wie weit sind wir vom Schiff weg? Wie viele Meter sind das ungefähr? Ungefähr leicht versetzt auch wieder, also nicht so sehr in der Fahrtrinne, die man jetzt schlägt. Ja, ein bisschen entfernt von dem Wahlkadaver, so sagen wir 50 Meter vom Schiff weg, 30 Meter vom Wahlkadaver. Ja, weil da wird man die Stabfackel mal anmachen, weil es wahrscheinlich relativ duster wird. Die Bordlichter werden jetzt auch nach und nach weniger. Man dunkelt ab, sodass das Schiff nicht mehr aus der Entfernung so sehr zu sehen ist. Klar, jetzt bei 100 Metern, das ist nicht so das Problem. Es geht eher darum, dass man dann auf 1 Kilometer nicht zu sehen ist. Und die Lichter werden durch rote Signalpositionen dann ausgesetzt. Sodass das Schiff jetzt eher rötlich schimmert und damit dunkler ist als die gelben Lichter. Deine Lampe geht an und der Magier dreht sich dann in deine Richtung. Ah, Kollegus, ich habe bereits vernommen, dass wir einen weiteren Bordmagister hier begrüßen dürfen. Ja, streck dir die Hand aus. Er neigt gleich den Kopf. Also eher, und reicht ihm dann auch die Hand. Kollege. Und dann wirft er auch mal einen interessierten Blick auf das, was die beiden da gerade am Boden oder auf dem Tankfeld analysieren. Würfel doch mal eine Sinnschärfeprobe. Ziehst das Schwert um 3. Welcher Sinn? Sicht. Oh, dass ich Lichter gemacht.
Nee, knapp nicht geschafft. Mhm, du guckst auf die blau-schwarz-grünliche Fläche unter dir, die Tankballen, und kannst nicht entdecken, was sie denn meinen. Dann deutet Pargold auf eine Richtung und zieht dann eine Linie, der du dann folgen kannst. Und dann siehst du es auch. Es handelt sich dabei wohl um Salzspuren oder ölige Schmiere. Ziemlich schwer zu entdecken, gerade in der Dunkelheit. Und dann kannst du es leicht, ja, zucken sehen. Einige kleine Blitze, die auf der Oberfläche dieses Salzstückes liegen. Und dann wird die Rune vor deinem Auge sichtbar. Wir wissen nicht genau, was wir entdeckt haben, aber wir finden sie immer und immer wieder. Wir wissen nicht genau, was es ist. Wir haben sie erst einmal als Wurzelzeichen definiert. Ich habe so etwas auch noch nie gesehen. Woher kommt ihr? Ihr tragt weiß, grau? Ihr trägt einen Gildenigel auf der Stirn, Frosty. Ach so, gut, ja, du hast recht. Ist natürlich auf dem Token nicht drauf. Woher kommt ihr? Vom ewigen Konzil der elementaren Gewalten im Rastulswall. Im Rastulswall einer Akademie? Er nickt. So. Sie nicken. Also gut. Rastulswall. Dann habt ihr wohl mit dem Meer noch nicht so viel zu tun gehabt. Wir haben diese Wurzelzeichen bisher auch nur in der blutigen See entdecken können. Dieses hier scheint frisch zu sein, wie auch immer man das klassifizieren kann, aber naja, die Signatur, die magische Signatur sagt, dass es frisch ist und noch nicht allzu lange her ist. Sagt die magische Signatur etwas über einen eventuellen dämonischen Ursprung aus? Definitiv, ja. Ihr könnt doch selber gucken. Wir hatten früher am Tag einen Kampf, der nahezu meine gesamte Kraft aufgebraucht hat. Ja, ich verstehe. Ja, das kommt uns auch allzu oft vor. Ja, wir müssen mit unseren Kräften haushalten und, man sollte meinen, dass 4 Magier an Bord eines Schiffes genug sein sollten, aber dem ist leider nicht so. Man blickt sie dann an. Zu viert könnte man immerhin mittels Unitatio einige Kraftakte aufteilen. Ja, ihr solltet wissen, dass wir auch das tun, den Unitatio benutzen. Er nickt. Also gut, beherrscht ihr das Zayat, mein Freund? Nein. Die Schrift und Sprache verblendeten Dämonenbeschwörer wird an meiner Akademie nicht gelehrt. Nun, bei uns wird es gelehrt in Gareth seit einiger Zeit. Wir sind umgezogen, müsst ihr wissen. Und das Problem ist, dass man die Dämonen nur bekämpfen kann, wenn man auch ihre Taktiken nachvollziehen kann. Kriegskunst, man tippt sich an den Kopf. Also gut, hier könnt ihr sehen, und damit deutet er die Linie nach. Das ist das Zeichen der Bewegung. Und dies sollte eigentlich die Rune CPT sein, also steht für die tiefe Tochter. Die, das dachte ich mir tatsächlich schon, dass es irgendetwas mit ihr zu tun hat. Die Zeichen weichen ab von Zeit zu Zeit und verändern sich. Aber ja, auch diese Rune haben wir schon einmal in dieser Art und Weise, in dieser Form gesehen. Wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, warum sie auftauchen und jetzt hier gerade auf dieser Seite, auf diesem Tankfeld. Unabhängig davon, also kann man sie auch auf der offenen See entdecken. Diese Salzkrusten und öligen Schmieren sind also nicht an so etwas wie eine feste Oberfläche gebunden. Er scheint kurz nachzudenken. Ich habe auch noch nie tatsächlich von solchen Dingen gehört. Die hübsche Magierin neben dir fängt jetzt an, ein großes Pergament herauszuholen, auf der du andere Zeichen erkennen kannst, und sie beginnt jetzt damit, dieses Zeichen abzumalen, so schwierig das auch ist in der Dunkelheit. Macht dazu ihre eigene Stablampe an. Man hebt den Stab dann nochmal ein bisschen höher. Vielen Dank, Kollege. Gern geschehen. Sie blickt sich um.
Also ist das Zeichen tatsächlich so groß, wie es auf der Karte auch... Nein, also so groß ist es nicht. Ich habe es jetzt einfach nur für die Größe so groß gezeigt, also gezogen, damit man ja das auch erkennen kann. Okay. Konnten Sie auf eine ungefähre Art und Weise bestimmen, welche Kraft diesem Zeichen innewohnt? Was meint ihr mit Thesen? In diesem? Nun, es liegt eigentlich nichts darin. Es hat einen dämonischen Ursprung, aber es liegt keine Magie darin. Es sieht so aus, als ob sie irgendjemand magisch hier hingezeichnet hätte. Warum auch immer man so etwas tun sollte. Aber sie sind keine Matrixträger. Nein. Sie vergehen nach einiger Zeit. Das kann man auch an der Frische oder der Intensität dieser Spuren dann bemerken. Ich würde dieses jetzt in eine Kategorie 2 einteilen, wobei dieses relativ ist und von 1 bis 5 geht. Zumindest haben wir uns für dieses System entschieden, nachdem uns Trismagena dazu geraten hat. Logisch. Ich hatte spontan gedacht, dass es sich um eine Art der Arkanoglyphen handelt, wie man sie bei mir in der Schule lehrt, auch wenn ich kein Experte dafür bin und sie tatsächlich nicht beherrsche, nur halt auf dämonischem Ursprung, aber wenn sie keine eigene Matrix tragen, ist das nicht möglich. Nun ja, wir sind wie gesagt noch nicht ganz schlau daraus, unsere Forschungen dessen haben vor einiger Zeit erst begonnen. Es ist sehr schwer, sie von Deck zu entdecken. Gerade wenn man sich bewegt bei voller Fahrt, dann mag es sein, dass sie nur allzu schnell verschmieren. Und naja, wenn man gerade eh nichts zu tun hat, man deutet mal hinten zu den anderen Ruderern, die wieder diesen Teppich nach vorne ziehen, wie diesen Vorhang, und dass die Ruderboote sich weiter einen Weg durch das Wasser wühlen. Diese Zeichen sehen nicht alle gleich aus, sagten sie. Nein, sie sind tatsächlich leicht variabel. Nicht immer weisen sie diese Rune hier CPT auf oder Bewegung, aber sie stammen wohl aus... Naja, sie sind ähnlich. Wobei auch nicht alle Zayat-Zeichen sind. Einige Zeichen davon haben wir noch nie gesehen, sodass wir sie nicht einmal dorthin klassifizieren können. Auch kein Urtulamidia, oder? Nein. Vielleicht die eine alte Exisch-Schrift. Das könnte sein. Kann sie weder lesen, vermutlich könnte ich sie nicht mal genau erkennen. Aber ich weiß, dass auch die Echsen mächtige Zauberzeichen mit ihrer Schrift erschaffen könnten. Ob sie das immer noch können, ist die Frage. Leider haben wir keine Experten für das Krim, heißt es, glaube ich. Kann gut sein. Ich weiß auch nicht, wo ein solcher Experte existiert. Vermutlich eher im Süden. Wäre es eine Möglichkeit, in einer der südlichen Akademien nachzufragen? Kunchum. Wir haben tatsächlich einen Magier aus Kunchum dabei. Aber auch er konnte sie, nicht mit dem Rassar. Er beherrscht das Rassar nicht, das Krimknecht. Daher müssten wir nach Selem? Sie zuckt mit den Schultern. Nach Al-Anfa? Ich weiß nicht, wo man so etwas findet. Vielleicht früher auf Tuzak, aber seitdem Tuzak untergegangen ist.